Und dann einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der ich finde, der ein bisschen zu kurz kommt bei dir, des Schreibens, ja, also des Songwritings einfach, ne? Ich habe Interviews von dir gesehen und habe mich ein bisschen schlau gemacht und so, und ich finde, der Punkt kommt immer ein bisschen zu kurz, weil du hast nicht mal einen Text geschrieben für irgendwen und dann wieder nicht so. Du hast ja die erfolgreichsten Alben in Deutschrap teilweise geschrieben, teilweise mitgewirkt, oder man kann es nennen, wie man will, so. Was geht denn da ab? Wie kam das? Wie hat das für dich begonnen? Ich glaube, dass man einfach so von der Schreibweise her, auch eben, weil ich ein Nerd eigentlich war, eben so wie Big Pun und Leute, studiert habe richtig, weißt? Ich war ja ein Nerd so richtig, ich war ein Rap-Fan, ich habe das gelebt und geliebt, immer noch, aber damals noch mehr, ich habe dafür gelebt und mir das irgendwie angeeignet, da eine fortschrittliche Technik zu haben, so, und zu wissen, wie das geht, ja. Und es ist mir auch sehr leicht gefallen, muss ich dir sagen, von Anfang an. Und ich glaube, das hat viel dann auch mit dem Auge zu tun gehabt, worüber wir gerade geredet haben, weißt du? Weil ich glaube, das hat manche beleidigt, wie leicht es mir eigentlich fiel. Und ich habe die Sachen damals so rausgehauen, so, weißt du? Ich habe nicht nur, ach, und ich habe noch für meine Freundin damals auch noch ein Album geschrieben und für den und das, hier, bitteschön. Und irgendwie hatte ich eine Idee davon, so muss ein Song sein, so ist es aufgebaut, so sind die Rhymes und dieses Konzept von Doppelreim, das wird jetzt alles sehr technisch, das ist wie so ein Trick, der mein Leben verändert hat, der mir meinen Arsch gerettet hat sozusagen, ne? Weil wenn du das gut machst, hört sich das jedes Mal so fresh an. So, ne? Jeder Doppelreim, so, der gut gesetzt ist und gute Punch hat, so, da lächeln ja die Leute oder denken, wow, cool oder so. Ne? Ja, und das ist so ein Konzept, das, weiß nicht, habe ich jetzt nicht reingebracht, aber ich habe es mitgemacht und ja, und wurde auch häufig als Schreiber dann genommen, was ich eigentlich ganz cool finde bis heute. Gut, über die Rap-Sachen wollen die Leute meistens nicht reden. Ich respektiere sowas auch, weil es ist ja letztendlich eine, weiß ich nicht, eine Dienstleistung, die du gemacht hast, ja. Und dann, wenn er das nicht will, die Leute, ja, dann wollen sie es halt nicht. Mhm. Aber ich habe ja auch Pop-Sachen geschrieben, sei es Yvonne Katterfeld oder Pietro Lombardi oder ja, viele Sachen, ja. Und es ist ein Aspekt von dem Game, der mir schon früh gefallen hat. Das war ja damals auch schon zu krass für manche. Ey, wie kannst du für Yvonne Katterfeld schreiben? Jetzt würden sich die Leute den Kopf einhauen, damit sie bei Helene Fischer auf die GEMA-Karte kommen, so, weißt du, was ich meine? So, ich habe nie gedacht, es geht nur so weit. Sky is the limit. Ich habe immer das Volumen, das ganze Volumen gesehen. Es gab auch schon anfängliche Andeutungen von so Endorsement-Deals. Ich weiß noch, wir haben von Harlem Globetrotters irgendwie den Vertreter kennengelernt. Ich habe mit dem gequatscht und so. Als junger Typ, so, weißt du? Krass. Ey, und habe den gesagt, ey, weißt du was, ich ziehe das im Video an, kannst du mir nicht ein Paket schicken und so. So wie das heute ist. So. Also das heißt, es gibt auch so eine Karte von mir. Das ist so eine Telekom-Karte. Ne? Da bin ich damals mit Valeska drauf gewesen, weil da gerade das LOVI-Album rauskam. Also irgendwie so ein Tarif von Telekom, dann musstest du den Code eintippen und so. Dann hast du es irgendwie, weiß nicht, günstiger oder so, oder ein Lied gekriegt von Telekom. Weißt du, Digga? Weißt du, das war schon der Style, bevor es den Style gab. So, weißt du, diese Transaktion. Rapper können auch für mehr stehen. So. Ich kann nichts dafür und damit will ich keinen dissen. Dass das, wo viele Kollegen für stehen, Bullshit ist. Die sind genauso bekannt wie ich. Mach doch auch. Nee, kannst du nicht. Warum? Weil das, wofür du stehst, ist nicht richtig. Du musst es regulieren, Digga. Weißt du, ist ja gut, aber regulier mal. Es kann ja nicht sein, dass wir nur für Bullshit stehen. Wir müssen für einen Fortschritt stehen. Wir müssen für das Gute stehen im Menschen. Wir müssen an die guten Sachen im Mensch appellieren, so, weißt du, und nicht an die schlechten Sachen. So kommt eins zum anderen, so, ja. Aber ich will jetzt hier nicht mein Game sagen, the game is to be sold, not to be told. Deswegen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein und gebe jetzt nicht anderen Tipps, aber ich kann nichts dafür. Es ist mein Weg. So, ey, Leute, die auch motivierende Botschaft haben, können den gewiss auch gehen. Ich kann mich jeder anrufen, gebe ich Tipps, kein Problem. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, so während du das erzählt hast, ich muss gerade überlegen, wie ich das Kapitel anfange oder formuliere, ohne dieses Gefühl zu geben, so ich will irgendwie was Schlechtes andeuten. Fangen wir es mal so an mit aktuellen Geschehnissen.
Ich habe das Songwriting-Ding angeschrieben, erstens, weil ich deine Erfahrung hören wollte und zweitens, weil vor wenigen Tagen eine Erzählung rausgekommen ist über eine Geschichte, wo du mit involviert warst und ich habe ehrlich gesagt nicht glauben können, was ich da höre. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Arafat hat von dir erzählt, ja, in der Öffentlichkeit. Und dann ging es um eine Songwriting-Geschichte, dass du irgendwie deinem Geld hinterherlaufen musstest. Ja. Und da habe ich mich gefragt, so ist das so ein bisschen wie mit Beat-Produzenten, auch Songwriter, die so quasi zwar dafür verantwortlich sind, dass das Gesamtprodukt am Ende des Tages steht, aber dass eigentlich die gar nicht ihr Hack kriegen, so, weißt du? Mhm. Und da möchte ich dich fragen, hast du dich als Songwriter für in gewissen Situationen irgendwie erniedrigt gefühlt oder hast du dir gedacht, ey, ich habe doch auch ein Ego, ich bin doch auch ein Mann, wie kannst du nur so mit mir umgehen oder wie hast du es mit dir gehandelt, auch als Rapper, der du damals natürlich warst? Okay, also zunächst einmal möchte ich sagen, die Jungs arbeiten ihre Vergangenheit auf. Jetzt ist es auf den Zeitpunkt gekommen, dass sie es öffentlich machen. Finde ich auch okay, weil vielleicht gehört das dazu, Sachen zu bewältigen, ne, indem man das aufarbeitet. Weißt du? Trotzdem ist es gerade nicht mein Fokus, gerade diese Zeit jetzt, warum soll ich das jetzt aufarbeiten? Damit habe ich schon innerlich abgeschlossen, was nicht heißt, dass ich die nicht mag. Ich habe für jeden von denen Platz in meinem Herzen, so, weißt du? Weil wir haben auch sehr schöne Zeiten gehabt. Und ja, um da den Bogen zu kriegen, ich würde sagen, es kann sein, dass irgendwie der Nerd in der Klasse oder der Schlaue in der Klasse manchmal hinten sitzen muss, so, weißt du? Aber wenn es drauf ankommt, wird er dann halt gebraucht, so, weißt du? Und auch hier wieder einfach nur motivieren, kann ich Jungs sagen, die vielleicht in Camps sind, die vielleicht das Brain von den Camps sind, so, klar, nehmt euch euer Hack, so, weißt du, steht für euch ein und sagt, ey, okay, ich schreibe dir das, aber dann bin ich auch auf der Single drauf oder sonst was. Ja, ich kann allen Brüdern und Schwestern einfach nur weiß nicht, Stärke geben und was anderes kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist einfach nicht so mein Ding, diese Sachen zu kommentieren. Manche, die mir sagen, ja, du bist nicht mehr der Alte, warum spielst du nicht mit? Und so. Manche schreiben mir schon so wie Mitleid, so, hey, schade, dass du das so nicht machst und so, weißt du. Wo ich mir denke, Digga, also ich würde damit schon schreien in dem Moment, Bro, weißt du, dass es mir besser geht als jemals in meinem Leben zuvor? Dann denke ich mir, nein, es scheint auch Teil dessen zu sein, dass ich halt dann sowas dann einfach mal schlucken muss und sagen, okay, wenn du denkst, ich bin Spaß, okay, alles klar, Bro, viel Glück in dein Leben. Ich kann nur Positives geben, ich gebe nichts Negatives. Ich könnte doch auch jeden Tag ein Hochkant-Video machen, gucken, was ist das Neueste bei TV Straßensound. Also Tupac hat Biggie gesagt, leck mich am Arsch, okay, dann mach mal an. Ey, ich wollte euch mal sagen, hier, dass Tupac Biggie gesagt hat, leck mich am Arsch, das finde ich nicht gut, weil damals habe ich erlebt, dass er so und so gemacht hat. Weiß ich doch, mit meinem Background, meinen Insights, was ich habe, könnte ich auch jeden Driss kommentieren, so, ja? Das glaube ich halt auch. Es ist eine Entscheidung. Diese Sachen hätten doch auch nach einer Zeit Algorithmus und bla und hätten nach einer Zeit, keine Ahnung, in 100.000er Bereichen Aufrufe. Warum mache ich das nicht? Ich bin ja nicht blöd. Es ist eine Entscheidung. Ja, vor allem, wenn du so Steilvorlagen kriegst, weißt du? Ich meine, guck mal, da sitzen Menschen, die reden über dich. Die reden über dich in der Öffentlichkeit, über dein Verhalten, über Business, ne? Da ging es ja auch um Bushido, bla bla bla. Du hättest ja locker auch sagen können, ey, ich möchte auch Partei ergreifen und nicht nur auf das Thema, sondern du könntest ja auch einen ganz anderen Weg gehen, weil du hast so viel Knowledge, du hast so viel gesehen schon in deinem Leben. Warum entscheidest du dich dafür, der Ruhige zu sein? Es ist nicht der Ruhige. Es ist nicht der Ruhige. Pass auf, es ist eine Entscheidung. Ich will nicht jeden Tag in eurem Leben vorkommen. Ich muss euch nicht jeden Tag erinnern, dass es mich gibt. Will ich gar nicht. Ja? Warum dieses runterscrollen, ey, nochmal. Nein. Ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich komme 3-4 Mal, vielleicht 5-6 Mal im Jahr vor, aber mit konstruktiven Sachen, mit Sachen, wo ich mir was bei gedacht habe, mit Sachen, wo du vielleicht denkst, wow, ey, da hat er wieder eingebracht. Wow, wie hat er das denn jetzt gemacht? Ich möchte meine Taten sprechen lassen und nicht die ganze Zeit mitmischen. Brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Also von Nerven auch, aber auch von meiner Einstellung her nicht. Ja? Plus, da kommt wieder dieses Ding.
wir sind nicht mehr Minister Society, Bro. Alles, was ich mache, wird uns, und damit meine ich uns alle mit der Hip-Hop-Community, aber vor allem uns als Migranten, in ein gutes Licht dastehen lassen. Ich bin nicht perfekt.